Ja, wir arbeiten seit 2011 zusammen und bestreiten seit der letzten Saison auch hier die Reihe Unterdeck in der Elbphilharmonie. Unterdeck ist eine Reihe, die stattfindet in einem sogenannten Kai-Studio oder in Kai-Studios, die unter den Konzertsälen, unter dem großen Saal und dem Kammermusiksaal hier quasi im alten Kai-Speicher verortet sind. In der Reihe gibt es vier Konzerte. Ein Konzert findet traditionell immer statt, bestritten von einem Gastensemble. Und die übrigen drei Konzerte übernimmt dann das Decoder-Ensemble. Das sind nicht nur Komponisten, sondern uns ist auch daran gelegen, dass wir Leute aus anderen Sparten, aus anderen Disziplinen anfragen, mit uns zu arbeiten, mit uns einen gesamten Abend zu gestalten. Also der Abend heißt Entitäten. Entitäten beschreibt eigentlich das Seiende oder das Wesen eines Dinges. Den Titel haben wir gewählt, weil ich versucht habe, gemeinsam mit dem Ensemble einen Abend zu entwickeln, bei dem sich die verschiedenen Individuen auf verschiedene Art und Weisen annähern, begegnen, miteinander kommunizieren, miteinander musizieren, miteinander tanzen, uns bewegen. In dem Erarbeiten dieses Abends sind verschiedene neue Stücke entstanden, die wir jetzt gar nicht so explizit betitelt haben, weil es eher so eine Form von Improvisation hat, die aber mit feststehenden Tools arbeitet. Und die Menschen, die Zuschauenden, sind angehalten, sich den ganzen Abend über durch die gesamte Ebene zu bewegen. Das heißt, es gibt nicht so einen Ablauf, wo ein Stück und eine Komposition nach der nächsten kommt, sondern die Sachen finden alle parallel an verschiedenen Orten statt.